Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, ich habe noch ein bisschen herumprobiert, ich habe eigentlich nur ein bisschen blöd angestellt, aber trotzdem Drecksrätsel, verschissenes Drecksrätsel. Besser schalten die Folge, ich bin im Ragen, hi. Ich nehme die Waffe mit. Ich fühle mich besser. Ja. Ich hasse diese Rätsel, ich hasse sie einfach, dafür bin ich einfach zu dumm. Ich muss da hoch. Das heißt, wenn wir zurück auf Deutsch, ne? Ist das richtig? Ich glaube ja. Ey, komm hoch. Nehmen wir die Waffe mit. Gehe ich hier denn richtig oder gehe ich hier schon wieder Mumpitz? Ich gucke auf die Karte. Wir müssen hier rüber. Nee, dann gehe ich. Dann gehe ich wirklich schon wieder falsch, kann das sein? Ich muss hier vorne links rüber. Hier. Hier gehen wir rein. Hier müssen wir rein. Siehst du mal. Hi! Nimm doch die Waffe mit! Warum habe ich die mitgenommen? Sie sind hier. Oh ja. Vermeide jeden Kontakt. Was? Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Ausschalten oder? Wie machen wir das? Erledige die Eclipse. Wozu habe ich die Waffe mitgenommen? Komm mal her. Da wurde wohl jemand überrascht. Ach komm mal. Bist du echt ein Bossgegner, Jelena? Du bist ein scheiß Bossgegner. Die Macht des Schattens. Gib mir mal die Macht des Schattens. Hier, komm. Ich hätte ja auch eine geile Waffe. Aber die wurde mir ja durch den Ladescreen geklaut. Das ist ja voll fair. Versuch mal Nahkampf hier, ne? Du hast ja überhaupt keine Chance mehr. Hier, komm doch. Bin ich zu schnell für den, oder was? Aua, doch nicht, okay. Und das war's. Wisch da down. Oh, die haben ja doch ein paar Metallstände dabei. Finde ich doch ganz geil. Finde ich auch schön, dass hier jetzt hier viel Heilzeug rumhängt. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Wenn nicht, okay. Okay, okay, okay. Heilung. Nice. So. So, 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 so. Dann also auf die harte Tour. Warum sind ja schon wieder Dullis? Mann. Aua. Oh nein. Die sind heftiger. Alter! Ja, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Ist down. Alter, ich will deine fucking Waffe haben. Gib her jetzt. Aua! Alter, jetzt kommt hier dieser Schock-Tuti. Den kannten wir doch schon. Alter! Hör doch auf hier! Gib mir so eins. Warum schießen die runter? Gib mir doch einen Kack-Feuerbögen. Jetzt kommt doch hier runter. One on one. Da liegt eine Waffe. Aber ich komme hier da nicht durch. Alter, könnt ihr aufhören mal zu zielen? Sonst trefft ihr doch auch nie. Auch scheiße. Aua! Ja, nimm deinen Schockstick. Nimm deinen Schockstick. Alter, was will diese... Diese blöden Steine hier, ne? Aua! Ja, du bist auch tot, tut mir leid. Down. Warum treffe ich ihn denn nicht? Ist down. So, sehr schön. Danke dir. Ja, zum Glück. Abschauen. Oder auch nicht. Was? Das waren auf keinen Fall alle. Ich will deine Waffe haben, verdammte Scheiße. Wieder eine Dreckswaffe! Danke dir! Oh shit! Ich muss mich gegenheilen! Alter! Boah, nee! So! Im Moment jedenfalls. Ich muss die meine ganzen Kräuter hier verballern! Ja, mach ich gleich. Ernsthaft!
Wegen den Dullis hier musste ich jetzt mein komplettes Zeug hier verballern, Mann. Boah. Menschenskinners. So. Ein bisschen kurz ausruhen hier. Ist das geil, ja? Ah, keine Ahnung. Wenigstens Vorland sein ein bisschen. Kann ich auch schneller laufen damit, bitte? Immer da hoch, ne? Komm, scheiß drauf. Nach dem nächsten da, deswegen sind die sowieso gedespawnt. Oder besser gesagt, hinter einer verschlossenen Tür, so wie beim letzten Mal. Wo kommen wir denn am besten hoch? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Vielleicht müssen wir sowieso hier weiter. So. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia Zalos Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Und ich will Antworten darüber, bitte, danke. So. Ich will das jetzt nochmal ab, oder? Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Ja. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um ja, ist okay. Die Funktion, mit der Gaia Zalos ja, Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur eine Schmiede, nur nicht ganz so schmiedig. Alles klar, okay. So. Ich will immer mehr antworten. Man wird so antwortensüchtig, wenn man so in so einer Episode ist. Das ist so unglaublich. Oh, hi. Jetzt kommen wir also hier auch noch. Oh, süß, der Schnellreisepaket. Nee, das war eine Vorratskiste. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Oh. Aber wir kommen nicht rein. Hm, scheiße. Es muss einen Weg mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Es muss einen Weg mehr Eclipse? Mir war es gerade leicht abgehakt. Ey, lol. Ich bin gerade echt am Struggle. Ich würde gerade hier gerne meine ganzen Vermutungen raushauen, aber bei jeder Holoprojektion, bei jedem Datenpaket wird mein komplettes Gehirn hier neu durchgestruggelt. Das ist unglaublich. Hier ist gerade so Brainfuck des Todes angesagt bei mir gerade. Ich hoffe, bei euch auch. Willkommen bei Apollo. Dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt,
werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabyte Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo, die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Dann lasst uns beginnen. Also ich will das übrigens nicht unterbrechen hier. Ich will da schon alles drin haben. Also wenn ich euch wundert, dass ich mich mal nur im Kreis drehe und einfach zuhöre. Ich finde das eigentlich mega interessant. Ich glaube, wir... Oder Projekt aktivieren, das spielt wahrscheinlich nochmal ab. Ich glaube wirklich, dass wir hier gerade alle Stationen von Gaia durchlaufen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe so gerade das Gefühl. So, hier haben wir noch ein Datenpaket. So. Apollo Update. Sehr schön. Da müssen wir lang, dann gehen wir hier lang. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Bin ich da? Ich bin nicht da. Hast du das nicht gehört? Wie kommt der hierher, ne? Bin ich da, hab ich doch gesagt. Merkt ihr das doch, verdammt. Nee, können nicht zuhören, die Dullis. So. Hallo Leute, bin ich da. Da sind ja schon wieder so viele, das ist ja unglaublich. Ja gut, das war ein bisschen weit weg, ich muss schon wieder hierher kommen. Leute, hier war ein Stein, kommt doch bitte her hier. Nicht zwei, einer, das reicht schon. Was? Nee, hier ist nichts. So, wie der Nähe hier? Ich gesehen. Nein, aber nicht! Was geht los? Nee. Das andere können kein... ist das niemand von uns? Nee. Komm her. Alter, ich snipe dich weg, wenn du nicht schneller herkommst. Komm, scheiß drauf. Wir werden dir. Nee, werdet ihr nicht. Komm doch her. Hier ist gerade der Leichenpfad. Kommt doch mal bitte. Alle bitte nacheinander anstellen, dann geht's schneller. Dann sind wir schneller durch. Ach komm schon. Ich hab nicht mehr so viele Steine, verdammt. Hallo. Komm her bitte. Kommst du? Kommt hier rum. Okay, ist auch okay. Was jetzt? Hier rum oder hier rum? Entscheide dich mal. Hab sie. Nein, hast du nicht. Ach komm. Nur blöd, dass du alleine hier warst und dich niemand gehört hat. Na ja, siehst du mal. Hier sind hier noch zwei Bossgegner, alles klar. Okay, ich sollte vielleicht doch das Zeug mitnehmen. Ja, die ganzen Steine nehmen wir wieder mit. So. So, 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 so. Kann man nicht mitnehmen, Mann! Ich verwende ja keine... Hi! Fick dich! Das kann ich auch, du kleiner Pisskopf! So, gib mir deinen Kackteil hier. Komm runter hier! Hallo? Hast du mir gerade wirklich erzählt, dass ich hier gar nicht getroffen habe die ganze Zeit? Ernsthaft? Weglaufen. Scheiß Camper. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Ah ja, machen wir noch. Machen wir noch. Keine Sorge. Maximale Gesundheit plus 10. So schön. Ja, okay. Hättest du mich noch die Gesundheit noch komplett aufladen können? Wäre auch nett gewesen. Gut, nämlich nicht. So.
Elite ist das jetzt schon. Siehst du mal, wir kämpfen hier gegen die Elite von der Eclipse. Was ist das hier? Ich will wissen, was das hier ist. Mann. Dahinter sollen wir, okay? Sobeks Büro. Finde den Eingang zu Sobeks Büro. Oh Mann. Mit dem Kopf rattert's gerade so. Ich würde gerne jetzt vollkommen kommentieren. Ich fühle mich gerade so still und so eingekehrt in mich selbst. Trotzdem. Mann. Ich fühle mich gerade so unprofessionell als Let's Player. Weil ich so viel schweige gerade und so viele stille Momente hier gerade in der Folge heute sind. Das hört mir gerade wirklich auf. Oh Mann. Aber man muss. Bei Hades. Oh. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Was? Die ultimative Killer-App. Killer-App? Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Das klingt alles so furchtbar brutal. Das ist... Die Erde ist kein Computerspiel, wo man einfach auf Reset drücken kann. Man versucht dann die Mission nochmal. Das funktioniert nicht. Das ist nicht Natur. Oh Mann, dieses ganze Projekt Zero Dawn wird mir immer unsympathischer. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Mann. Das ist alles so falsch einfach. Es kommt alles so falsch rüber. Das ist einfach nur, Mann. Das hätte alles so anders gelöst werden können. Willkommen bei Eleuthia. Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Aha. Denn durch Eleuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Aha. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eleuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies ist unverändert. Wofür ich jetzt halte? Dafür, dass alle aktiven Klonrichtlinien von 2034 und im Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein,
Globale Abgleich- und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Ich bin nicht bereit für gar nichts hier. Ach du Scheiße. Nee, das ist alles so falsch hier, Mann. Das ist alles so fucking falsch. Alles so fucking falsch. Nee. Was war das, eine Fahrradkiste? Nee! Ich bin kein Freund von dem Projekt. Das ist einfach so unnatürlich, einfach so... Nee! Das ist keine Natur. Ihr pusht hier der Natur so ins Handwerk. Das ist unglaublich. Das ist typisch Mensch. Das ist einfach typisch Mensch. Eingreifen in die Natur fürs eigene Überleben. Es ist mir überhaupt nicht sympathisch, die ganze Vorgehensweise hier. Die Story entwickelt sich gerade in eine Richtung, wo ich sagen muss, nee, bitte nicht. Das ist alles so falsch. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Was hat die Leiter hier für einen essentiellen Nutzen? Gar keinen. Doch, hier geht's hoch. Ada, das kriegst du doch hin, oder? Ja, kriegst du hin, sehr schön. Aber Leute, ich würde sagen, ihr Büro werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen von Horizon Zero Dawn. Ah, jetzt rattert es in meinem Kopf. Leute, alle eure Gedanken in die Kommis und auch alle eure Bewertungen, Pipo und so weiter. Ja, Alter, wie schnell das Aufnehmen heute vergeht, das ist unglaublich. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Walk 15 Horizon Zero Dawn. Tschüss, Leute.